Verantwortlich für die Sendung und Produktion von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere und ausführliche Informationen zu Independent Broadcasting Service Liberty. Das bedeutet in deutscher Sprache so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit. Finden Sie bei www.radiotvinfo.org oder auch alternativ bei www.ibstelevision.org. Herzlich willkommen am Mikrofon, Andreas Klamm. Artikel 19. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Das war ein Zitat aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, universell und weltweit gültig, so auch in Europa, in Großbritannien, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in China, in Belgien, in Afrika, universell und weltweit gültig. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde von den Vereinten Nationen bereits im Jahr 1948 proklamiert. Doch bei dieser Proklamation darf es nicht bleiben. Wenn Journalisten unter Verfolgung leiden, wenn Journalisten, Reporter und Nachrichtenkorrespondenten, Fotografen, Radio- und Fernsehproduzenten unter wirtschaftliche schlimmste Zwänge stehen, dann besteht die Gefahr der Wirtschaftsdiktatur. Das wäre das Ende für eine freie Presse und für die Pressefreiheit, die nebenbei bemerkt natürlich auch nach dem Artikel 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland garantiert ist. Die Pressefreiheit sollte gepflegt werden. Nicht nur etwa von Journalisten, wie ich es bin, oder von Autoren oder von Nachrichtenkorrespondenten, Reportern, Verlegern, Herausgebern, sondern von allen Menschen. Denn die Erfahrung, insbesondere die historische Verantwortung aus der Geschichte Deutschlands, zeigt, dass Demokratie sich nicht selbst verteidigen kann. Dazu braucht es Menschen, die bereit sind, die Freiheit der Presse, Demokratie, Menschenrechte, Grundrechte und Bürgerrechte zu verteidigen. Und so freut es mich ganz besonders, Ihnen heute ein Projekt vorstellen zu dürfen, das nicht ohne guten Grund ganz bewusst heute am 3. Mai vorgestellt wird. Es heißt Otera Bro. Otera Bro, das steht für Fernsehen, Radio und Nachrichten. Ein alternatives internationales Medienprojekt, das ich Ihnen heute ganz bewusst am 3. Mai vorstelle. Ganz bewusst auch am 3. Mai 2011. Es hat seinen guten Grund und steht auch im direkten Zusammenhang mit dem Grundgesetz Artikel 5 und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Artikel 19, Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit. Auch dafür steht Otera Bro. Fernsehen, Radio, Nachrichten. Heute ist der 3. Mai und in Deutschland und in aller Welt wird heute der World Freedom Press Day gefeiert und begangen. Das meint in deutscher Sprache so viel wie der Welttag für die Pressefreiheit. Die Verteidigung der Pressefreiheit ist elementar wichtig. Es darf und kann nicht sein, dass Journalisten verfolgt werden oder aufgrund ihrer Berufsausübung fürchten müssen, in tödliche Gefahr zu geraten.
Und es kann und darf auch nicht sein, dass Journalisten in allerschwerste wirtschaftliche Nöte gebracht werden, denn dann ist eine freie Presse und die Pressefreiheit nicht garantiert. Das gilt natürlich auch für freie Musikproduzenten, Musiker, Künstler, Verleger und Herausgeber. Einige von Ihnen wissen, dass ich seit 1984 eine Doppelfunktion als Journalist, als Rundfunkjournalist, als Verleger, Herausgeber und Moderator wahrnehme. Das heißt also eine Doppelfunktion oder gar eine Mehrfachfunktion. Und daher stelle ich Ihnen bereits heute am 3. Mai im direkten Zusammenhang mit dem World Freedom Press Day, mit dem Welttag für die Pressefreiheit, mein neues Medienprojekt Oterra Bro vor. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet bei www.oterrapro.cwsurf.de, alternativ auch bei www.regionalhilfe.de/oterrapro. Mehr Informationen demnächst, denn Pressefreiheit konzentriert sich natürlich nicht nur auf einen Tag. Pressefreiheit gilt 365 Tage im Jahr, gilt Jahr für Jahr und in einer Demokratie und Menschen und in einem Land, das Menschenrechte schätzt und würdigt, ist Pressefreiheit nicht wegzudenken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere und ausführliche Informationen zu Oterra Bro und den Produktionen von Radio TV IBS Liberty finden Sie auch am Internet bei www.radiotvinfo.org oder bei www.ibstelevision.org. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty und Oterra Bro. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 8172 114. E-Mail Kontakt.